Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Und heute ja schon zum zweiten Teil von meinen Food Champions Belohnungen. Ihr wisst jetzt schon, was ich auf meinem RTG-Account gezogen habe oder eher was Julius auf meinem RTG-Account gezogen hat. Und jetzt das Video werde ich wahrscheinlich am Sonntag hochladen, weil es ist eigentlich so ein ähnliches Video. Deswegen wollte ich ein paar Tage dazwischen haben. Ihr habt ja sowieso in der Zeit auch das eine oder andere Video gesehen. Und jetzt öffnen wir halt meine Rewards auf meinem Pay-to-Win-Account. Auch da kam ich ja einfach nur in Elite, genauso wie auch auf meinem RTG-Account. Also genau dieselben Rewards. Auch hier haben wir die Chance auf Hazard oder auf Ronaldo. Also wie gesagt, ihr wisst jetzt schon, was ich gezogen habe. Ich nicht, weil ich starte jetzt hier mit dem Account. Vorher möchte ich euch aber einmal noch ganz kurz zeigen, denn ich werde euch ja am Montag jetzt wieder meine letzten 10 Spiele von der Weekend League zeigen. Und das wird das Team sein, zumindest was ich vorhabe zu spielen. Das soll auch mein neues Qualifier-Team sein. Das heißt, wir dürfen jetzt mit einer 86er-Bewertung spielen und mit drei Icons. Und jetzt hole ich halt Vieira und Messi, zumindest wenn es halt klappt. Ihr seht, ich habe 3,2 Millionen Coins und Messi kostet so ungefähr 1,2 und Vieira kostet so ungefähr, ihr seht, so 2,3. Der ist auf jeden Fall, wie ihr seht, könnte das sehr knapp werden, deswegen brauchen wir zumindest den einen oder anderen halbwegs vernünftigen Spieler. Und ja, dann würde ich vorschlagen, holen wir direkt einfach mal meine Division Rivals Rewards ab. Ich hoffe auf jeden Fall, ich kam noch in Rang 3. Klasse, Ladi. Ja gut, dann haben wir da schon mal deutlich weniger Münzen als geplant. Aber ich habe halt einfach nicht mehr gespielt diese Woche, nimmt es mir nicht übel, aber kann mir, ich habe natürlich dann auch noch meine virtuelle Bundesliga, wo ich mich dann zum Beispiel Montag drauf konzentriere und wenn ich dann Dienstag, Mittwoch mal nicht so viel spiele, dann ist das halt so. Aber dann haben wir zumindest unsere Elite 3 Rewards. Ihr seht es hier, da haben wir natürlich unsere drei Player Picks, was ist sehr gut. Wir haben ja unser 86 Plus Upgrade Pack schon in der letzten Woche gemacht, da hatten wir Lewandowski, das war okay. Dazu ein Inform Pack und das 100k Pack und 70.000 Münzen, also man muss sagen, ja, ist jetzt nicht das Allerbeste, aber ich habe es euch ja sowieso schon in den letzten Wochen immer gesagt, man braucht einfach Glück. Entweder man hat Glück oder man hat halt kein Glück, egal ob jetzt Top 100, da habe ich auch schon so viele Leute gesehen, die immer nur 100k oder so damit gemacht haben oder irgendwie 200k mit den ganzen 11er Inform-Sets, von daher finde ich das sowieso, die ist ja eigentlich relativ egal. Aber die Münzen glitzern auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich und dann würde ich vorschlagen, können wir direkt mal anfangen, wir haben ja die Chance auf ein Hazard, auf ein Ronaldo und der Rest ist eigentlich nicht wirklich interessant. Also selbst Kane ist halt nice wegen dem Rating, aber sind wir mal ganz ehrlich, Kane spielt halt eigentlich niemand so wirklich in-game und ich habe eh schon Lewandowski, also den brauche ich nicht wirklich. Wenn er kommt, nehme ich den natürlich, aber eigentlich gibt es nur zwei Spieler, die einen so wirklich interessieren. Wenn wir einen davon irgendwie packen, wäre halt überragend. Auch wenn ich die wahrscheinlich jetzt nicht in meinem Qualifier-Team oder so spielen würde, aber dann würde ich die zumindest die ganze Zeit in der Weekend League zocken, einfach weil es halt eine rote Karte ist. Und ich würde sagen, um es nicht zu lang zu machen, starten wir direkt mal mit dem ersten Pick. 3, 2, 1, komm schon, ihr. Jetzt gönn mal bitte einmal eine geile rote Karte. Partey und Moreno. Okay, also sind natürlich nicht welche von den richtig guten, aber zumindest ein 86er und ein 84er. Die finde ich gut spielbar aus. Also Moreno nicht wirklich, ich nehme wahrscheinlich trotzdem. Aber wobei, ich meine ganz ehrlich, ne? Ich werde da dieses Jahr keine rote Karte für SBCs verwenden, außer es ist vielleicht eine 91er oder so. Aber ob ich jetzt eine 84er oder eine 86er Karte nehme, kann glaube ich mir relativ egal sein, weil ich werde sowieso alle für diese Upgrade-SBCs benutzen. Ich habe ja jetzt auch schon Berati und so abgegeben. Scoff hat auch eine gute Karte, finde ich. Brauchen wir jetzt nicht zwingend. Aber ich nehme wahrscheinlich Partey, einfach aus dem Grund, er ist zwar lower-rated, aber ich kann ihn vielleicht mal eher einwechseln. Als irgendwie ZM, wenn einer von meinen Spielern müde ist oder eine rote Karte, dafür sollte der nämlich klar gehen, weil Moreno, der ist sowieso auch ein Offensivspieler, ihr habt das Team gesehen, den werde ich niemals brauchen und nur wegen dem Rating den nicht zu nehmen. Es gibt halt keine guten SBCs dieses Jahr und deswegen mache ich lieber diese Upgrade-SBCs und hoffe da, dass wir da irgendwann mal einen Ronaldo, einen Mbappé, irgendwas Geiles, Spielbares halt ziehen. Deswegen, ja, ich würde mal sagen, das war okay, ja, das war ganz okay. Deswegen machen wir einfach mal weiter mit dem zweiten. Komm schon, Hazard, Ronaldo, bitte. McGinn, oder McGinn, Liner hat auch eine gute Karte, wie ich finde. Ist halt nur 1,75, aber wenn man ein Bundesliga-Team hat, auf jeden Fall wahrscheinlich der, also neben dem Babu, der jetzt eine neue Karte hatte, aber die den jetzt nicht gemacht haben, also auf dem Transfermarkt wahrscheinlich mit die beste Karte, die man sich jetzt holen kann. Piszczek war ja zum Beispiel auch eine SBC. Aber ich nehme wahrscheinlich McGinn. Ich dachte ganz am Anfang bei dem, das kann überhaupt nicht sein, dass er noch 79 Defensive hat.
Das ist zum Beispiel auch eine gute Karte, aber die sieht irgendwie, finde ich, auf der Karte besser aus als die Ingame-Stats dann im Endeffekt aussehen. Er hat halt, keine Ahnung, 74 Abschluss ist nicht so gut, die Verteidigungs-Stats sind ganz okay, aber er wird sich jetzt nicht so spielen, glaube ich, wie die Karte sagt. Also so richtig balanced. Natürlich noch ein Gladbacher mit dabei, da waren ja drei Stück. Also zwei 84er, ja, was soll man sagen, ne? Ich kann mir auch nur Elite, deswegen möchte ich mich jetzt auch nicht beschweren. Wir haben natürlich noch die Chance auf den dritten Pick. Und da müssen wir uns jetzt nochmal straffen. Komm schon, EA, bitte. Hazard, Kane würde ich ja auch noch nehmen, mit so als Mittelding. Oder Ronaldo. Auf geht's. Komm schon, bitte. Ah, Onana. Elvedi. Jetzt haben wir zumindest alle Gladbacher hier mal durch. Und ja, hier den kann ich nicht aussprechen. Das sind irgendwie Buchstaben, die ich nicht kenne. Dann würde ich mal vorschlagen, müssen wir wahrscheinlich Mourinho nehmen, weil Elvedi, ich meine, ja, ich könnte den vielleicht benutzen für so Bundesliga-Dings. Er ist halt deutlich besser spielbar, weil Mourinho hat halt 81 Pace. Hat er denn einen guten Abschluss? Immerhin 86. Ausdauer ganz okay. 3 Sterne Skillmo. Ja, komm, ich nehme einfach mal Mourinho, weil der hat eine 86. Also wir haben eine 84, eine 84 und eine 86 sind wir. Also ich habe das auch nicht anders erwartet. Man hätte ja auch mal lacken können, so ist es nicht, haben wir nicht. Dafür haben wir noch halbwegs okaye Spieler bekommen, jetzt ja auch nicht nur 81er oder so. Deswegen, ich würde mal sagen, es ist in Ordnung. Ich will mich jetzt hier nicht zu sehr beschweren. Aber es haut mich jetzt auch nicht um. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Aber so krass ist das Team of the Week hier auch eigentlich nicht. Es ist sehr, sehr, sehr gut, aber jetzt auch nicht zu krass in der Breite halt, sondern nur in der Spitze. Dann würde ich vorschlagen, wir haben ja nicht so viele Packs leider heute. Ich schaue euch noch mal einmal ganz kurz, was hier in den 25k-Packs drin ist. Da ziehen wir auf jeden Fall schon mal, ja, Dani Ceballos mit jedem Wert gefüllt mit 60 oder also unter 70. Aber 84 Dribbling, sieht ein bisschen crazy aus, die Karte. Wir haben auf jeden Fall hier noch Dante und so. Aber wir brauchen eigentlich noch ein paar Coins, sonst muss ich auf jeden Fall einiges aus meinem Verein verkaufen. Also ich habe noch sehr viele Goldspieler, so ist es nicht. Ihr seht ja, ich hatte da jetzt auch wieder drei, vier Duplikate, so das ist eigentlich nicht das Problem, aber ich möchte die eigentlich alle behalten, bis halt irgendwann mal so eine 81 plus SBC kommt, wo man immer die ganzen seltenen Goldspieler abgeben muss. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich weiß aber nie, wann das kam. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wann das zum ersten Mal immer kam. Also so zum Beispiel bei dem Black Friday, der jetzt in der nächsten Woche ist, da kommen wir zum Beispiel mal zum allerersten Mal Lightning Rounds. Und deswegen überlege ich halt, also ich weiß jetzt nicht genau, wann diese 81 Plus Dinger immer kamen. Ich weiß, die kamen, glaube ich, zumindest bei dem Team of the Year kamen sie auf jeden Fall. Aber ich weiß ja nicht, ob sie auch schon beim Black Friday kamen. Wenn das jemand weiß, könnt ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich, wie gesagt, interessieren. Denn da warte ich eigentlich schon die ganze Zeit drauf und da möchte ich dann auf jeden Fall irgendwie so 100 Stück oder so machen. Das wird auf jeden Fall, ist das ein Innenform? Ich glaube, ne? Norwegen, links Mittelfeld. Shenzhen, ist das ein chinesischer Club? Das hört sich auf jeden Fall ziemlich chinesisch an. Aber den Kollegen haben wir gerade schon in Rot zur Auswahl gehabt. Wir schauen mal. Da ziehen wir noch Buffon. Jo, das hört sich absolut chinesisch an. Und es ist auch chinesisch. Buffon dahinter noch. Kaneses ist noch im Blau mit dabei. André. Aber zumindest mal 10k. Immerhin. Da kommen wir ja schon mal auf, ja, 3,3 Millionen. Da fehlen uns zwar immer noch auf jeden Fall 100k. Aber wir haben ja noch einen 100k-Pack. Deswegen 100k müssen wir jetzt hier rausspringen. Einzigartige Topspieler, komm schon, EA, bitte. Gönn mir das 100k-Pack, bitte. Auf geht's. Bitte ein Walkout zumindest. Kein Walkout. Pjanic, Dzeko. Oh, Dzeko ist es. Schade. Das ist natürlich belastend. Das ist natürlich belastend mit einer 84. Da kann halt noch zumindest ein Rashford oder so hinter sein. Aber so viel sind die ja mittlerweile auch nicht mehr wert. Deswegen schauen wir mal. Leno, Sirigu, Diego Costa. Okay, es sind richtig viele 83er. Sind die noch was wert? Stones zumindest mal so 4K. Oscar. Also, ich sag mal, ich glaube, in der Masse ist das Pack dann wieder noch ganz okay. Weil ich habe halt viele 83er und viele 84er, wenn ihr versteht, was ich meine. Also wenn ich die halt alle verkaufe, dann mache ich damit bestimmt 20k oder so. Ähnlich wie als wenn ich jetzt, ne, irgend so ein Billo-Walkout ziehen würde. Aber im Großen und Ganzen, bis jetzt, hat es mich nicht umgehauen. Es waren halt auch nur Elite-Rewards, aber ich lade euch das natürlich trotzdem hoch. Immer die traurige, bittere Wahrheit, das alles kann natürlich jetzt deutlich besser werden. Und naja, deswegen würde ich mal sagen, ne, Premium Team of the Week Pack, 3, 2, 1, auf geht's.
EA, komm schon, Ronaldo, Hazard, zumindest ein Walkout, das wäre schon mal was. Dann haben wir zumindest ein bisschen Spannung. Wisst ihr, was ich meine? Walkout. Oh, Walkout ist am Start. Auf geht's. Italien. Torwart. Donnarumma. Also es ist zumindest ein 86er. Kann da irgendwas hinter sein, was was wert ist? Ich glaube, der ist jetzt auch nicht so viel wert. Vielleicht 30, 40.000 oder so. Viel mehr sollte der nicht bringen. Der gute Donnarumma, der spielt erstmal eine Runde Golf. Mit der Nummer 99. Es hätte natürlich auch was Geiles sein können. Vielleicht haben wir dahinter noch so ein Partey oder so, der vielleicht noch ein paar K wert ist. Wir gucken mal. Otamendi und Onana. Okay. Okay. Also vom Rating her mit Abstand unser Bestes. Inform-Pack. Wir schauen mal kurz. Das sind auf jeden Fall so 35k. Otamendi. Oh, Otamendi ist ja richtig günstig. Ich meine, der hat auch kein Pace, aber der spielt zumindest bei Manchester City. Ich dachte, die ganzen Manchester City-Fanboys zocken den. Und Onana 12k. Ja, gut. Also. Ich finde, das Pack täuscht ein bisschen. Es sieht gut aus. Es sind halt 60k. So gut ist es meiner Meinung nach nicht. Aber es ist okay. Also, ne, wir müssten ja ein bisschen tiefer stapeln aktuell. So waren ja die Rewards in den letzten Wochen. Und deswegen sieht das auf jeden Fall mit einer 86, einer 85 und einer 84 ganz okay aus. Damit kann man, denke ich mal, zufrieden sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich Vera und auch Messi mir holen kann. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, die zu ersnipen und so weiter und so fort. Und deswegen sehen wir uns morgen wieder bei einem weiteren Video. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.